Als ab 2015 viele Geflüchtete zu uns kamen, mussten wir die Strukturen unserer Ausländerbehörde überdenken. Wir mussten innerhalb der Verwaltung Arbeitsprozesse vereinfachen und mussten sie miteinander verzahnen. Auch hier im Burgenlandkreis sind wir natürlich vom demografischen Wandel betroffen, das heißt zunehmende Alterung der einheimischen Bevölkerung und gleichzeitig niedrige Geburtenraten. Das hat natürlich Auswirkungen, sinkende Einwohnerzahlen, die Abwanderung der gut Qualifizierten und natürlich mittlerweile auch ein Fachkräfte- und allgemein Arbeitskräftemangel. Das ist eine Situation, in der sich Zuwanderung durchaus als Chance begreifen lässt. 2017 lebten rund 9.600 Ausländer im Burgenlandkreis. Das entspricht einem Ausländeranteil von rund 5,2%. Und das Besondere bei uns ist, die weitaus meisten stammen aus der Europäischen Union, nämlich ca. 5.800 Personen. Der Ausländeranteil der Nicht-EU-Staaten ist deutlich geringer, nämlich rund 3.700. Der Anteil der Menschen, die im Zentrum der aktuellen Debatte stehen, ist also relativ gering und dennoch müssen wir hier etwas tun. Unsere Aufgabe ist es sicherlich nicht, die Bundespolitik zu ändern. Unsere Aufgabe ist, vor Ort die Lebensqualität für alle zu verbessern. Wir mussten uns überlegen, wie wir mit den Herausforderungen gerade hier im ländlichen Raum umgehen. Das Ergebnis sehen Sie hier, die Migrationsagentur im Burgenlandkreis. Die Migrationsagentur ist ein Querschnittsamt. Sie vereint alle Behörden, die für Migranten wichtig sind, unter einem Dach. Die Agentur für Arbeit, das Jobcenter, das Jugend- und Wirtschaftsamt, das Amt für Bildung, Kultur und Sport, die Sachgebiete Integration und Unterkunft, die Ausländerbehörde und die Leistungsabteilung. Hinzu kommen der Kreissportbund und das Forum Ehrenamt. Was wir wollten, waren kurze Wege und die Einführung eines ämterübergreifenden Fallmanagements. Und das ist etwas Besonderes. Mitarbeiter können einfach durch die nächste Tür gehen und teamübergreifend zusammenarbeiten. Jeder kennt die Irrwege auf Ämtern. Niemand ist zuständig. Man wird von einem zum anderen geschickt. So was gibt es hier nicht. In der Migrationsagentur greifen viele Rädchen ineinander. Zum Beispiel: Um eine gute Bildung und Ausbildung zu ermöglichen. Um geeignete Wohnungen zu finden. Um soziale Integration voranzubringen. Um passende Arbeit zu finden. Um auch Jugendlichen eine Perspektive zu bieten. Um das tägliche Leben abzusichern. Um geltendes Recht zur Anwendung zu bringen. Um Chancen sichtbar zu machen. Um auch die ehrenamtlichen Helfer zu unterstützen. Und vor allem, um Integration letztlich gelingen zu lassen. Natürlich gibt es auch Kritik, auch von außen. Da geht es zum Beispiel darum, dass das Thema Integration zu wichtig genommen wird. Aber Integration ist eben eine große Aufgabe. Der Prozess der Neustrukturierung in Ämtern ist nicht ohne Konflikte möglich. Was wir hier aufbauen, bedeutet für manche Mitarbeiter auch einen Spagat, weil sie sowohl der Migrationsagentur als auch ihren Stammämtern verpflichtet sind. In unterschiedlichen Sachgebieten haben wir unterschiedliche Perspektiven. Einige Mitarbeiter müssen die Standards im Blick behalten, andere die Individuen. Das ist nicht immer leicht und meistens auch sehr viel Arbeit. Besonders wichtig sind gute Kontakte in die Wirtschaft und ins Handwerk. Um den Fachkräftemangel zu beheben, brauchen wir Menschen mit Bleibeperspektive und eine verlässliche Verwaltung, die unterstützt. Nur so können wir Unternehmen überzeugen, Geflüchtete einzustellen. Letztlich lassen sich unsere Aufgaben nur gemeinsam lösen, durch Kooperation, Abstimmung und Ergänzung. Und zwar nicht nur in der Agentur, sondern im gesamten Landkreis. Das Thema Migration verschwindet nicht einfach, wenn wir nichts tun. Und deshalb haben wir uns auch entschlossen, aktiv zu werden.
Unsere Migrationsagentur versteht sich deshalb auch als einen Ansatz, den aktuellen Herausforderungen mit einer modernen Verwaltungsstruktur zu begegnen. Wir wollen dazu beitragen, dass Integration gelingt, dass das Miteinander der Einheimischen mit den Zugewanderten im Burgenlandkreis funktioniert. Ich denke, mit der Migrationsagentur haben wir Verwaltung zukunftsfähig gemacht. Der Ansatz ist neu und vielleicht auch herausfordernd, aber eben auch eine große Chance.